Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder bei einem neuen Video dabei seid. Heute bin ich ja mal mit Kaffee unterwegs. Ich dachte mir, den trinke ich jetzt nebenzu, weil ich habe immer so einen trockenen Hals. Ich habe heute das Want to Read für euch. Ich habe jetzt schon länger kein Want to Read mehr gedreht, weil ich das immer so ein bisschen blöd finde, mich so festzulegen. Nichtsdestotrotz habe ich mir ein paar Bücher vorgenommen und die möchte ich euch heute zeigen. Ich habe mir jetzt bewusst nur 4 Bücher rausgesucht, weil ich im Moment noch was anderes lese und momentan ist mein Lesefluss irgendwie eher so meh. Also ich schaffe gerade nicht so viel und ich will mich da auch absolut nicht unter Druck setzen lassen. Ich habe zwar ein paar Rezi-Exemplare, die ich euch dann in den Neuzugängen zeigen werde. Ich weiß jetzt bloß nicht, in welcher Reihenfolge. Da will ich dann natürlich auch einiges schaffen. Aber ich kenne mich selber, ich kenne meinen Lesefluss und ich weiß, dass ich meistens in der Regel so 5-6 Bücher im Monat schaffen werde. Und ja, deswegen sind 4 Bücher, denke ich mal, ziemlich in Ordnung, weil es kommt manchmal was dazwischen, wo ich dann mal mehr oder weniger lese und mich dann auch eher bewusst für ein anderes Buch entscheide, weswegen ich dann einfach nicht so wirklich, ja, mich festlegen möchte. Wir starten mit dem allerersten Buch, was ich mir rausgesucht habe. Und das ist Game of Destiny. Das ist jetzt der dritte und abschließende Band der Geneva Lee-Reihe Lost in... Oh, ich kann mir die ganzen Titel nicht merken. Ja, auf jeden Fall geht es hier darum, dass sie ja die... dass Emma und Jamie sich zueinander hingezogen fühlen, aber es passieren halt einige Dinge, die wirklich sehr spannend sind. Es passiert ein Mord und Intrigen und Verlust und ja, lauter so Liebesschnulzengedöns. Und natürlich haben wir hier Las Vegas und Las Vegas ist ja mega geil. Also ich stelle mir das richtig funkelnd und glamourös vor. Und ja, da möchte ich jetzt unbedingt weiterlesen. Die Bücher sind ja wirklich sehr, sehr dünn. Das sollte eigentlich richtig gut zu schaffen sein. Und deswegen möchte ich da jetzt unbedingt mal weiterlesen, weil, ja, ihr wisst es selber, man liest und liest und liest und dann schwupp, kommt ein anderes Buch dazwischen und man hat schon wieder die Hälfte vergessen, was da jetzt nun genau passiert ist. Und das möchte ich eben nicht. Ich möchte jetzt endlich die Reihe beendet haben und dann, ja, dass die Geschichte für sich abgeschlossen haben. Und deswegen möchte ich da jetzt weiterlesen. Ich habe mir den Klappentext jetzt noch nicht durchgelesen, weil ich mich nicht selber spoilern möchte. Aber der zweite Teil hat ja wieder richtig spannend geendet. Und ja, was Emma da so alles macht, sie ist ja schon so ein bisschen naiv, ne? Wie es halt auch so in diesem Young Adult Roman ist. Ich glaube, wie alt ist denn sie gewesen? 21 oder so? Also noch sehr unerfahren und ja, aber ab und zu braucht man so ein Herzschmerz-Drama und da bin ich schon wirklich gespannt drauf. Achso, meine Tasse ist mit Daryl Dixon. Ich wollte es euch nur mal gezeigt haben. Ich liebe ihn. Und hier haben wir Lippenstiftabdruck. Nein, der ist hier drüben. Den möchte ich euch lieber nicht zeigen. Dann möchte ich zusammen mit der lieben Christine das Orchideenhaus lesen. Und dieses Buch habe ich damals vor langer Zeit meiner Mama zum Geburtstag geschenkt. Sie hat es gelesen und hat es mir wieder zurückgeschenkt. Ja, die hat es momentan nicht so mit Büchern. Und ich freue mich, weil ich habe jetzt eigentlich alle Lucinda Riley Bücher zusammen. Mir fehlen jetzt nur noch von den 7 Schwestern ein paar Bücher. Und dann habe ich alles komplett. Und ja, da freue ich mich. Hier geht es um ein altes, verwunschenes Herrenhaus, eine tragische Liebe und ein lang gehütetes Familiengeheimnis. Und ja, Lucinda Riley schafft es einfach immer wieder, einen zu fesseln mit 2 Zeitebenen und mit Geheimnissen. Und ja, also Herzschmerz und Tragik und Verlust und ach. Ich hoffe, dass Christine und ich das jetzt ganz zeitnah schaffen, weil wir hatten uns das eigentlich ja für letzten Monat schon vorgenommen. Aber da ist uns ja leider was dazwischen gekommen und deswegen wollen wir es diesen Monat lesen. Und da freue ich mich, das macht immer so viel Spaß mit ihr, die Geschichten zu entdecken und sich da auszutauschen. Und ja, ich werde auf jeden Fall berichten, wie es mir gefällt. Meine Mutter fand es so lala, sie hat gesagt, es ist okay, aber ja, ich lasse mich da mal überraschen. Als nächstes habe ich ein Buch von Nora Roberts, das ist jetzt dann das zweite Buch, was ich dann von ihr lesen werde. Und das ist der Auftakt einer Reihe, nämlich Schattenmond.
Und das soll so eine Art Dystopie sein, denn da geht es darum, dass ein Virus ausbricht und das Pärchen Lana und Max machen sich dann wohl auf die Reise, um quasi der Seuche zu entkommen und schließen sich dann sozusagen einer Gemeinschaft an, die sich New Hope nennt. Nur leider ist es so, dass Lana ein Kind unter ihrem Leibe trägt. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist sie schwanger und dieses Kind soll wohl sozusagen die Lösung für alles sein, denn sie ist die Auserwählte, sie soll die Menschheit eben retten. Und das hört sich wahnsinnig spannend an. Ich möchte diese Geschichte unwahrscheinlich gerne entdecken. Und ja, Nora Roberts hat ja echt einen richtig guten Schreibstil. Ich habe immer wieder festgestellt, dass ich ihren Namen nicht aussprechen kann. Luna Wood, die macht da immer richtig tolle Buchbesprechungen zu. Die empfiehlt da immer ganz tolle Bücher und ich gucke ihren Kanal unwahrscheinlich gerne. Ja, und die ist ja auch so ein absoluter Nora Roberts-Fan und spricht auch Nora Roberts viel besser aus wie ich. Und die wird das Buch wahrscheinlich auch schon längst verschlungen haben. Auf jeden Fall will ich mir das auch zu Gemüte führen und hoffe, dass es mich wirklich sehr gut unterhalten kann, weil das letzte Buch von ihr hat mir nicht so ganz gefallen. Ich fand, es hat mich ein bisschen an Raum erinnert. Ich weiß bloß nicht mehr, wie das hieß. Nora Roberts Schicht der Liebe, Schacht der Liebe, ach, ich weiß es nicht mehr. Licht in tiefer Nacht, ich habe dazu auf jeden Fall eine Rezi abgedreht, ich weiß bloß nicht mehr, wie es hieß. Und ja, ich freue mich da, ich finde auch das Cover ist so wunderschön, guckt euch das mal an. Die hat immer so wirklich, wie soll ich sagen, so harmonisch abgestimmte Bücher, so mit Natur und so ruhige und du denkst dann, ach Gott, das ist so eine Liebe ist Schnulze, aber dann kommt's Bäm und du denkst dir, what the fuck? Das ist ja voll abgedreht und die sind alle so, ja, auf jeden Fall total spannend und du würdest es gar nicht erwarten, dass da sowas rauskommt. Also voll krass, ich hätte es nicht erwartet. Auf jeden Fall hoffe ich, dass mir dieses Buch von ihr besser gefallen wird und ja, sie mich mit diesem hier richtig flashen kann. Und zu guter Letzt Palace of Glass von C.A. Bernard. Und ja, das war ja auch in aller Munde. Und ich habe mir das mit der lieben Claudia zusammen gekauft, damals in München, wo wir uns getroffen haben, weil wir eben ein Buch zusammen haben wollten, als gemeinsame Erinnerung irgendwie so. Und jetzt haben wir uns halt dazu entschieden, dass wir das jetzt dann endlich mal zusammen lesen. Und da bin ich jetzt auch schon wahnsinnig gespannt drauf. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen reingelesen, beziehungsweise nicht reingelesen. Ich habe halt den Klappentext. Scheiße. Ich habe noch nicht reingelesen. Aber ich finde, den Klappentext habe ich mir durchgelesen, dass ich weiß, worum es geht. Und darum, dass Rey quasi besondere Kräfte hat. Sie kann wohl boxen und ja, Berührungen sind hier nicht so ganz erlaubt anscheinend. Ich habe keine Ahnung. Aber sie macht es trotzdem. Und ja, genau, eines Tages oder eines Nachts wird sie dann eben dabei erwischt, wie sie einen Kampf, also wie sie kämpft und dabei gewinnt und soll dann sozusagen die Beschützerin des Königs, des Prinz Robin werden und sozusagen seine Leibwächterin werden und das hört sich wirklich spannend an. Ich bin da mal sehr gespannt. Ich habe ja so viele positive Rezensionen schon gesehen und so viele tolle Buchbesprechungen, dass mich das Buch wirklich total angesprochen hat und ich mir dachte, okay, das muss ich mir jetzt unbedingt kaufen und dann haben wir es uns zusammen zugelegt und ich bin echt gespannt, ob uns die Reihe auch so gut unterhalten kann und so überzeugen kann natürlich auch, weil ich habe gehört, dass es hier auch so ein bisschen in die politische Richtung gehen soll und da weiß ich jetzt nicht so recht, ob das was für mich ist, aber ich werde mich auf jeden Fall mal hier mit dem Buch auseinandersetzen und dann werdet ihr natürlich auch zeitnah dann erfahren, wie es mir gefallen hat. Ja, meine Lieben, das waren die vier Bücher, die ich mir rausgesucht habe für den Oktober. Ich bin mal gespannt, ob ich die auch schaffen werde.
weil momentan lese ich hier noch zwei andere Bücher, die ich jetzt gerade angefangen habe. Aber ich glaube, 4 Bücher sind ziemlich realistisch gesehen und das sollte eigentlich zu schaffen sein. Ja, meine Lieben, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr alles so im Oktober lesen möchtet und ob ihr eins von diesen Büchern schon gelesen habt. Ja, ansonsten hoffe ich, dass wir uns ganz bald in dem nächsten Video wiedersehen. Und ja, ich wünsche euch eine schöne herbstliche Zeit. Genießt es und vielleicht schafft ihr ein paar mehr Bücher wie ich. Genau, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!